Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Das ist die zweitletzte Plenarwoche, in der wir jetzt sind. Und wir haben noch viel zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben ein umfangreiches Gesetzgebungsprogramm und das werden wir auch ordnungsgemäß abwickeln mit unserem Koalitionspartner. Auch wenn das manchmal momentan in der Kommunikation etwas schwierig ist. Wir sind sehr, sehr irritiert über die Angriffe seitens der SPD gegenüber unserem Gesundheitsminister. Das ist nicht akzeptabel und das nützt auch im Grunde genommen niemanden. Ich denke, dass diese Koalition eine Erfolgskoalition ist. Wir haben noch mal Revue passieren lassen intern, was wir die letzten fast 4 Jahre bewegt haben. Das ist eine Menge. Da sind sehr, sehr viele gute gemeinsame Projekte dabei. Und es ist schade, dass das jetzt von der SPD kleingeredet wird durch unnötige Angriffe. Und insofern haben wir da sicherlich auch noch einiges zu bereden. Dass man, wenn man erfolgreich nach vorne schaut, dass man, wenn man geschlossen ist, auch was erreichen kann, das hat Rainer Haseloff gezeigt. Einen herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite nach Sachsen-Anhalt, nach Magdeburg. Das ist ein ganz, ganz tolles Ergebnis, was unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, was Rainer Haseloff da erreicht hat. Es gibt uns aber auch Rückenwind für den Bund. Es ist auch ein gutes Ergebnis für die CDU. Und Markus Söder hat in dem Wahlkampf auch mitgewirkt. Es ist ein gutes Ergebnis für CDU und CSU. Und darauf wollen wir jetzt aufbauen und wollen auch thematisch gut in die Sommerpause hineingehen. Und Sie wissen, ein Schwerpunkt unserer thematischen Arbeit ist die Modernisierung unseres Staatswesens, ist der Neustart. Da werden wir in dieser Woche ein Positionspapier zu verabschieden. Maßgebliche Autorin ist neben vielen, vielen anderen bei uns in der Fraktion Nadine Schön. Und Nadine Schön wird dazu berichten und wird Ihnen auch noch mal was zu dem Thema Kinderrechte sagen. Ja, vielen Dank. Das Thema Staatsmodernisierung ist ein Schwerpunkt. Wir wollen den Neustart, das heißt, wir wollen eine umfassende Strukturreform von Staat und Verwaltung in der nächsten Legislaturperiode. Und dazu legen wir mit unserem Papier Neustart eben auch ganz konkrete Vorschläge vor. Worum geht es? Wir wollen, dass der Staat agiler, schneller, einfacher, digitaler und auch krisenfester wird. Und dazu gibt es eben ganz konkrete Vorschläge. Wir wollen die internen Strukturen ändern. Wir setzen dabei vor allem auf den Faktor Mensch. Auf die Menschen in der Verwaltung, die mit modernen Methoden arbeiten sollen, die mit digitalen Werkzeugen arbeiten sollen, die vernetzter arbeiten sollen als bisher, nicht immer in den strengen Silos der Ministerien, sondern ministeriumsübergreifend Probleme angehen und lösen. Wir wollen Schnittstellen auch über die verschiedenen staatlichen Ebenen besser schaffen, über Bund, Länder und Kommunen besser zusammenarbeiten. Und auch dazu gibt es ganz konkrete Vorschläge. Und wir wollen vor allem auch die Impulse von außen in die Verwaltung holen. Wir haben in dieser Legislaturperiode viele gute Ansätze. Mit Digital Services for Germany haben wir eine Inhouse GmbH des Bundes gegründet, die moderne Methoden in die Verwaltung bringt. Mit den Hackathons bringen wir die Methode Open Social Innovation in die Verwaltung. Das heißt, wir wollen die Impulse, die aus der Zivilgesellschaft kommen, nutzen, um die besten Lösungen in unseren politischen Themen zu finden. Und all das sind gute Ansatzpunkte. Das wollen wir größer machen in der nächsten Legislaturperiode mit einer großen Staats- und Verwaltungsreform. Und wir fangen nicht bei Null an. Wir haben in dieser Legislaturperiode ganz viele entscheidende Gesetze auf den Weg gebracht. Die Registermodernisierung, das Onlinezugangsgesetz. Wir haben sehr viel Geld zur Verfügung gestellt, damit die Verwaltung digitaler und schneller werden kann. Und darauf wollen wir eben aufsetzen. Das ist ein großes Projekt für die nächsten Jahre. Und wir setzen darauf, dass wir zum einen vieles davon ins Wahlprogramm bekommen und dann in der Bundestagsfraktion in der nächsten Legislaturperiode ganz vieles auf den Weg bringen können. Zum Thema Kinderrechtsgrundgesetz will ich aber auch noch 2 Sätze sagen. Wir mussten gestern Abend leider feststellen, dass wir mit dem Koalitionspartner und vor allem mit der Opposition nicht zu einer Einigung kommen. Wir haben einen Vorschlag, einen geeinten, der ist durchs Kabinett gegangen und auch im Bundestag in der ersten Lesung verabschiedet. Und den sind wir auch bereit, in der zweiten und dritten Lesung zu verabschieden und durch den Bundesrat zu bekommen. Und wir haben
10 Verhandlungstermine gehabt mit der Opposition. Und Ministerin Lamprecht hat nach den ersten 7 Terminen aus diesen Diskussionen noch mal einen Einigungsvorschlag vorgelegt. Und auch den sind wir bereit, als Union mitzutragen. Ich habe den Eindruck, der Opposition geht es weniger um die Kinderrechte ins Grundgesetz, sondern darum, dass sie ein Thema für den Wahlkampf haben. Denn es gibt 2 konkrete Einigungsvorschläge. Und jedem muss klar sein, dass auch in den nächsten Jahren keine Grundgesetzänderung ohne die Union zu machen ist. Wir haben eben sowohl im Bundestag als im Bundesrat auch eine entscheidende Mehrheit. Wir wollen die Kinderrechte im Grundgesetz haben. Wir haben Vorschläge gemacht und wir sind immer noch bereit, diese beiden Vorschläge einzubringen, wenn Opposition und Koalitionspartner sich dazu entscheiden würden. Ja, und ansonsten geht es noch um die epidemische Lage von oder pandemische Lage von nationaler Tragweite. Das würden wir gerne verlängern. Und um da das ein oder andere Missverständnis auch auszuräumen, es geht nicht um die sogenannte Bundesnotbremse, die läuft am 30.06. aus, sondern es geht um die Verlängerung der epidemischen Lage. Und das ist erstmal für sich keine Grundrechtseinschränkung, sondern Grundrechtseinschränkungen werden dann von den Ländern vorgenommen in dem Ermessen, in der Verhältnismäßigkeit, die auch jederzeit wieder von Verwaltungsgerichten überprüft werden kann. Aber angesichts der Tatsache, dass immer noch eine Menge Menschen erkranken, viel mehr als im letzten Sommer, dass immer noch viel zu viele Menschen sterben, angesichts der Tatsache, dass wir Virusmutationen haben und angesichts der Tatsache, dass an dieser epidemischen Lage vom Impfen über Reisebeschränkungen bis auch zu anderen Sachen im sozialen Bereich viele, viele Dinge dranhängen, halten wir es für angemessen und richtig, diese epidemische Lage bis in den September hinein zu verlängern. Hoffentlich sind wir dann in der Lage zu sagen, dass die Pandemie überwunden ist. Und ansonsten, wenn es denn so sein sollte, dass im Sommer alles gut ist und dass alles klasse ist, dann ist auch immer noch die Möglichkeit, dass der Deutsche Bundestag das früher dann abbricht. Aber diese Entscheidung ist ein wichtiger Rahmen, damit unsere Behörden, die diese Pandemie bekämpfen, auch weiterhin flexibel handeln können.